Und damit herzlich willkommen zu Age of Empires 3. Ich habe mittlerweile übelst Bock drauf gekommen, es wieder zu zocken. Und ich dachte mir, ey, wieso nicht einfach mal ein paar Szenarien aufnehmen? Es wird nur so laufen, dass ich maximal eine, wenn überhaupt zwei Folgen in der Woche mache. Es werden auf jeden Fall dann regelmäßig kommen, einmal eine Woche. Wie gesagt, zweimal eine Woche, wenn überhaupt. Soll dann will die LOL-Highlights kommen. Dass es halt nur immer so ein erfrischendes Video für zwischendurch ist. Vorab, ich habe Holland gewählt, beziehungsweise Amsterdam, die Regierung, weil ich es einfach übelst geil finde. Weil die diesen Poke haben, dass die ja durch diese Bank übelst viel Geld bekommen. Und habe gestern schon ein Spiel gemacht. Ne, wir müssen ja hier ein Szenario. Ah ne, Gefecht. Genau. Habe ich gestern in meiner Heimatstadt noch ein bisschen verwaltet. Karten habe ich gestern auch noch welche bekommen. Ich kann immer noch eine auswählen. Das ist natürlich nett. Was haben wir denn hier hinten? Nö. Nö. Ich schau gerade mal, ob ich es noch nehmen kann. Ja, die kann man nur einmalig einsetzen. Das ist natürlich blöd. Die sind unendlich einsetzbar. Einmalig. Einmalig. Ich nehme, glaube ich, das noch. Ja. Neue Karten, nein. Dann kann ich bestimmt auch Anpassung. Habe ich keine mehr. Super. Deck zusammenstellen ist dann natürlich auf aktuellen Stand. Jo. Ich habe dann gestern noch die Fabrik. Und da hier das Holz nochmal erhöht und halt jetzt gerade was wir haben, wo ist es denn? 18, da ist ja der Wagen auf 3. Also, wie läuft die Standard? Zu den Gefechten habe ich mir dann gedacht, man kann ja hier spielen. Ja, ist ja einfach. Da dachte ich mir, okay, wir bleiben erstmal so auf leicht Mittel. Erstmal heute ein leichtes Spiel, gar kein Problem. Und dann scheiß Pollenallergie bei mir. Dann habe ich gedacht, okay, große Karten, ist klar, Vorherrschaft, entdecken von ganz Anfang an. Man kann es natürlich übertreiben bis zum Ende, es geht nicht mehr. Und dachte mir, okay, wie entscheidest du, wie du spielst? Ich natürlich, warum bin ich eigentlich namenlos, das weiß ich nicht. Kann man das anpassen? Bestimmt irgendwie. Also echt komisch, verhalten, neu. Heimatstadt auswählen, welcher hier. Aber ist egal. Gehen wir wieder zurück. Nachdem ihr, wie gesagt, wie kriegst du das raus? In welchem Team oder in was spielen wir? Dann haben wir gedacht, okay, dann gehen wir mal auf Randomizer. Wir machen einfach es ganz einfach. Wir nehmen hier uns einfach den Randomizer. Kann ich den hier vorziehen? Ne. Ah, der wird bestimmt. Da ist er aufgetaucht. So. Na gut, ihr seht jetzt von mir noch ein bisschen. Was ich meine Taskleiste habe, das ist eigentlich scheißegal. So, jetzt habe ich einmal hier gemacht. Ich habe jetzt hier eingestellt, 5 Gegner, 7. Wie viele Gegner ich gleich habe. Und in meinem zweiten Tab habe ich dann aufgestellt, in welchem Team oder wie die Teams aufgeteilt werden. Muss ich das ja halt immer unterschiedlich machen? Ich weiß gar nicht, ob ich mehr als eine Gruppe machen kann. Geht das? Schau gerade mal, kann nicht der mehr als eine Gruppe machen? 4 Spiele, 8 Spiele. Alle gingen alle nicht. Es werden auf jeden Fall 2 Teams geben. Okay. Derzeitig alle gegen alle. Der Sound, warum der Sound wieder so übelst laut ist, ich weiß es nicht. Hatte ich vorher auch schon mal, dass er einmal kurz laut wird. Wir werden jetzt erstmal gucken, wie viele Gegner wir annehmen. 4 Gegner. Ne, das heißt, ich plus 4 Gegner und Randomizer. Das heißt, wir brauchen nur 4 Stück. Ja, du auch noch weg und einmal refreshen. Das heißt, ja, wo gehe ich denn? Na, wir müssten eigentlich 5 haben. So, in Gruppe 1 kommt 3, 1, 2 und in der anderen Gruppe kommen 5, 4. Das heißt, im Endeffekt
3 gegen 2 für mich. Und dann ist es ja ganz einfach. Wir brauchen 5 Spieler. Das ist genau das meinte ich nämlich. Es ist mir gerade wieder übelst laut. Dann müssen wir es einmal kurz anpassen. Spielen. 4 Spieler. Nein, wir wollen 5 Spieler. Große Karten. Auf jeden Fall, warum die. Warum zuckelt die Maus? Ich weiß es nicht. Und zu viele Gegner ist klar. Wir machen Teams. Dann haben wir gesagt, okay. Du bist in meinem Team, du bist in meinem Team und du bist Team 2 und du bist Team 2. Wir gehen auf leicht, ist akzeptabel. Obwohl, wir können, ja auf, können eigentlich auf Mittel auch spielen, oder? Wir bleiben erstmal auf leicht. Große Karten, Nutzzertifikate brauchen wir nicht. Und da würde ich einfach sagen, da der Rest random ist, obwohl ich gerne die Farben, immer für die grüne. Und die Orange, dann ist nämlich rot und pink bei denen. Und Ton, nö. Okay. Mach's einfach so. Rot-Orange gegen die uns. Ist immer die Gefahr. Alles klar. Ich hätte gern den grünen. Dann kriegst du nämlich den blauen. Und da würde ich sagen, wir haben alles eingestellt. Wir starten. Guck mal, was für eine Map kommt. Karibik, das heißt, sehen kann man auf jeden Fall machen. Bei uns im Team Ivan, der schreckliche Königin Izalivis. Im Gegnerteam Süleyman und Friedrich der Große. Das heißt, bei uns einfach die russische und die englische Brigade ist dabei. So. Die starten da, aber ich hätte gerne den Sound ein bisschen lauter. Also, wir starten. Wie gesagt, wir sind auf der holländischen Seite. Guck mal, dass wir erstmal ein bisschen irgendwo hinkommen. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir Holz kriegen. Damit einfach so eine Bank für uns arbeiten kann. Hier, fang schon mal mit dem. Fang du auch schon mal da an. Oh, Zocker. Die sind ja auch schon am Walten und am Schreiten. Wir können einfach mal quer hier durchgehen. Das sind ja unsere Verbündete. Ich wechsle mal hier auf jeden Fall die Tastatur. Wo es ein bisschen blöd ist eventuell. Was einfach ungewohnt ist. Aber ich brauche halt nicht viele Tasten dafür. Den Rest regle ich nämlich schon mit der Maus. Ah, wer ist denn hier? Hallo. Kommando. Oh, geh mal Holzer. Old Decker. Wir müssen gleich direkt. Wer schreibt mal direkt vor? Aber ich würde gerne die Bank aufbauen. Kommando. Zimmermann. Klopf schon mal die erste Bank rein. Wir brauchen gleich noch die Heule, deswegen brauchen wir das. 400 Holz. Kannst du ordentlich Gas geben. Das erste, was ihr gleich sehen werdet, dass ich ganz viel Holz produziere. Das ist bei mir ganz normal. Können wir schon Außenposten machen? Nein. 250 Holz. Ist natürlich blöd. Okay, ihr seht euch, wenn ich auf jeden Fall mute, weil ich Pause dann mache. Kommando? Ich bleib auf jeden Fall Okay. hier. Ich will das haben. Klar. Kommando für Na. Sammler. Jetzt ist die erste Bank auf jeden Fall schon am Start, die laufen kann. Jetzt soll er sammeln und gleichzeitig Holz dafür. Wir schicken und. Was schicken wir uns denn? Wir schicken uns Holz. Dann brauche ich den Marktplatz. Da geht schon der Ivan los. Also viel hier die Stadt mit Häusern und so ganzen Quatsch. Da kommen auch wieder neue Leute. Bei uns kosten, glaube ich, die Dinger Geld, ne? Genau, hier war es Gold. Deswegen die Maschine hier. Soll er ruhig mal starten. Jetzt habe ich unseren Außenposten. Ja. Gleich. Fertig so. Ja. Können wir anfangen. Starten.
Da ist Holz da. Ja, hol mal bitte Holz. Jetzt hat 3. Gleich 3 neue reinziehen hier. Das ist natürlich jetzt scheiße mit der Taste, ne? Dass dann die Spieltaste davon betroffen ist, ist natürlich mies. Option Tastenbelegung, Spiele Tastenbelegung. Bisschen, ich will keine Pause-Taste haben. Das ist natürlich Spielwelt kürzer, Screenshot, Gameplay anhalten, fortsetzen, F7. Ich will die andere Taste nicht haben. Natürlich blöd. Ja, gehen wir anhalten. F7 wollen wir ja nicht. Hier machen wir da raus. Dann. Ändern nicht auf der Karte Verzeichnis. Okay. Vielleicht geht's jetzt. Nö. Egal. Macht überhaupt nichts. Habe ich den hier noch gedrückt? Da ist unser Erster, der schickt uns Erfahrungen. Erfahrung ist immer ganz gut. Wie gesagt, Holz, 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 Holz. Hallo. Damit wir gleich den Markt. Oh, den Marktplatz können wir schon bauen. Hier. Dann bauen wir den Marktplatz ziemlich nah. Den können wir eigentlich weit nach oben packen. Okay. Das ist so ein interessanter Fisch. Ah, da gibt es Geld. Okay. Wir holen uns weiter Holz. Holz ist immer ganz wichtig. Bob. Holz ist absolut bei uns wichtig, weil Geld produziert er jetzt hier weiter. Und wie gesagt, worum es geht, ist einfach Holz, 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 Holz. Die werden auch gleich sich darum kümmern, 3 Hütten hier oben hinzuballern. Ja. 1, 2. Hallo? Und 3. Kommando? Und du auch bei Holz. Kommando? So. Nächster. Stimmt, die 3 sind bei uns ausgebaut. Das Holz ist da. Nice. Ja. Jetzt können. Ah, okay, wann kommt's Essen? Ja, Marktplatz kosten weniger. Gehen wir drauf. Jetzt können wir die nächsten 5, 1, 2, 3, 4, 5 Leute holen. Weil ich versuche schnell hier zumindest bei uns in der Nähe die ganzen Außenposten zu holen. Das gibt uns Erfahrung. Immer wieder, wenn wir jetzt sehen, können wir so ein bisschen die Karte aufdecken, wo die ganzen Leute unterwegs sind. Gut, die erkunden für uns das Blech hier mit. Hallo. Hallo. Klar. Ja, zack. Natürlich ein Schwarzbär in der Nähe, das ist natürlich mies, aber es ist kein Problem, das kriegen wir hin. Doch, unsere Münzen schneller. Ja. Kommando. Dann weiter essen. Ja, können wir auch gleich mitmachen. Wieso auch nicht? Kommen noch mehr? Ne, die gehen auf Sammeln. Der eine baut, glaub, mit dem einen baue ich jetzt noch eine. Hallo? Eine Bank. Warte, bauen wir eine Mühle. Bauen hier hinten eine Mühle hin. Hier so okay. Ungefähr. Hallo? Ja. Timmermann. Timmermann. Klar. Ihr macht die Beeren auf jeden Fall fertig. Die kümmern sich nur ums Holz. Perfekt. Ja? Ja. Kümmern wir uns um unseren nächsten Außenposten. Na, da gehe ich auf jeden Fall immer sehr, sehr schnell ran. Gar kein Problem. Ja. Hast nichts zu tun. Alles klar. Beeren sammeln. Mühle gebaut. Außenposten gleich gebaut. Wir warten, wir sammeln an. Banditen. Ja, ist Kommando. Alles klar. Ja.
Gold, 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 Gold. Wir können noch so eine Viehstation aufbauen oder einen Hafen. Hafen ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Jetzt will ich gleich sofort in die nächste Station auf jeden Fall gehen, wenn das Essen raus ist. Klar. No. Also sollten sie eigentlich kriegen, die Schwarzbären, die beiden. Kommando? Klar. Ja,
Thank you.
Er produziert, keine Ahnung, Gold. Zwei Priester noch. Und sich eh nichts mehr. Also machen kann ich jetzt eh nichts mehr. Ich könnte noch nicht lange, weil habe das hier machen. Ein Kano. Okay. Ah, jetzt kommen die letzten. Dinge. Was auch richtig gefährlich werden kann und lustig. Ich glaube nicht, dass da von dem jetzt nochmal Gegenwehr kommt. Eher weniger. Da wird alles ausgebaut. Ach, du auch bitte dahin. Dann haben wir alle Kanonen zusammen, ne? So. Gut. Du da. Dich dahin. Und die sind gegen was anderes, ne? Kann das sein? Schau gegen Infanterie und Gebäude, auch so. Ich würde mal sagen, starte du mal als erstes. Ein bisschen gleich hier reinrotzen. Weil es jetzt Spaß macht, fangen wir damit an. Tschüss. Jetzt wird's lustig, der Kampf von allen Seiten. Der räumt auch nur jetzt nur noch auf hier. Jetzt wird aufgeräumt. Tschalalalala. Jetzt wird aufgeräumt. Schalalalala. Wir räumen das Lager auf. Schalalala. Beste Außentürme. Da machen die gar keinen Schaden mehr. Ah. Der immer schön da drauf hier. Immer drauf. Der gibt gleich freiwillig auf. Hier gar nicht unterlassen, ja. Oder drück schon mal bis dahin vor. Bis dahin müssen wir. Was ist los hier? Rein mit dem Busch. Rein. Rein da. Zack. Ja, aufräumen. Irgendwas steht da denn außen rum. Rein da in die Mosch. Immer reinmoschen. Da gleich noch oben ein paar Leute töten. Nach ein. Wir werden dich mal eben überrennen. Überrennen werde ich dich, ja. Es macht mir Spaß, dich zu überrennen. So, jetzt gehen wir noch auf Menschenjagd. So viel Spaß macht Menschenjagd. 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 Er wird da freiwillig gleich aufgeben wollen. Schalalalala. Wir haben gewonnen. Ja, wir haben knapp 70.000. Drei Level erhöht. Das ist natürlich ganz geil. Statistiken ansehen. Ah, der Namenloser. Ich habe drei Stufen erhöht. Meisten Rohstoffe, klar. Meiste Weiterentwicklung, maximal Militäreinheiten, maximal vernichtete Einheiten. Geht ja eigentlich überhaupt, ne? Maximal verloren. Boah. Das sind minimale Einheiten, das ist natürlich meistens Schätze, okay? Punkte insgesamt. Aber gut, meine Verbündeten waren beide fast so gleich auf. Die kamen gar nicht erst voran. Jetzt werden wir noch neue Karten und so. Wir haben drei Punkte frei. Und wo gehe ich denn rein?
Angriffsgriffe Mörsern erhöht. Okay, kann man auf jeden Fall eventuell machen. Weiterentwicklungen kosten keine Münzen. Ja, wäre vielleicht auch was. Statt Kosten zur Verfügung die Ka Kampf also Kampfkraft von Wellenpower steigern. Gehen wir jetzt erstmal ins Militär rein. Heimathafen. Ja, das weiß ich nicht. Das ist so. Hier brauchen wir auch nicht mehr viel. Zwei schwere Kanonen ist natürlich auch schon wieder Hammer, ne? Viel. Okay, entweder da fehlt auf jeden Fall die Zahl. Was haben wir denn hier? Sendet einfach Fabrikfahrer in die neue Welt. Mindestens Stufe 10, okay. Für mich gibt es doch nichts so Interessantes. Ich warte jetzt, bis die wirklich die Starken kommen. Dann passen wir noch unsere Stadt an. Aktivieren, aktivieren. Aktivieren. Erstmal unten so ein Ding auf. Aber damit würde ich sagen, Stunde 16 ist auf jeden Fall schon krass für das erste. Wird auf jeden Fall noch auf jeden Fall weitere Videos kommen. Bis dahin würde ich sagen, euer Fellstudio.p und viel Spaß bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, abonnieren, Kommentare, bla bla, like ich. Ciao, bis zum nächsten Mal und ciao.